Willkommen zur Playtime Show Nummer 21. Auch heute haben wir wieder einige Gäste und zugeschaltete Reporter im Studio. Es geht um Sternkrieger, Piraten und Beta-Tests. Aber zunächst die News. Mass Effect 3 ist kein Hundefleisch. Zu diesem Schluss kam Branchenanalyst Michael Pachter von Wedbush Securities. Er ist sich mit vielen Juristen einig, die von der Plattform GamesIndustry.biz befragt wurden, ob die Sammelklagen gegen EA Sinn machen oder nicht. Viele User werfen dem Publisher irreführende Werbung vor und fühlen sich durch das Ende des Spiels betrogen. Aber zurück zum Hundefleisch. Pachter meint, und fasst damit die Meinung der Juristen zusammen, irreführende Werbung sei, wenn man Rindfleisch versprochen bekommt und Hundefleisch erhält. So etwas liege bei Mass Effect 3 nicht vor. Das ist ein krasser Vergleich, den man vielleicht eher so übersetzen kann: man bekommt Mass Effect 3 versprochen und erhält Final Fantasy 1 für den DS. Zudem sei eine Vielzahl von Enden nie direkt in einem Werbespot oder ähnlichem versprochen worden, kann also nicht als Kaufgrund nachgewiesen werden. Die Sammelklagen seien, so die Meinung der Juristen, Zeitverschwendung. Naja, bleibt nur auf den Extended Cut zu hoffen, dem wir in unserem Fanfilmchen, das jetzt endlich mal fertig wird, ein bisschen vorgreifen wollen. Shepard, ich weiß ja, dass Sie unter Stress stehen, aber war das wirklich nötig? Nerv nicht. Aber Shepard! Kalibrier das. Oh. Aber zurück zu pragmatischen Dingen. EA, wie wir vorhin hörten, ja nicht sinnig verklagbar für das Ende von Mass Effect 3, hat umfangreiche Pläne. Angeblich soll jeder Titel zu einem Online-Spiel werden. Nicht direkt im Sinne eines MMOs, aber alles soll auf jeder Plattform zu jeder Zeit miteinander vernetzt spielbar sein. Wer also schon verzweifelt auf dem iPad tippte, um Boni für Mass Effect 3 freizuschalten, kann sich auf mehr gefasst machen. Der Gamer-Alltag muss also nicht mehr rein vor dem PC stattfinden, stattdessen könnte man die Wohnung verlassen und in der Straßenbahn auf dem Smartphone zocken. Auf der Arbeit wechselt man dann zum Browser-Game und nimmt zur Zigaretten- und Klopause das iPad mit. Abends dann vor dem festen Bildschirm weitermachen und schließlich mit der praktischen App fürs Babyphone selbst beim Einschlafen der Kleinen noch Punkte machen. Sollten Spiele also in Zukunft, wie neulich von Warren Spector gefordert, nicht mehr als 20 Stunden Spielzeit haben, so kann man sie mühelos in einem Tag durchzocken. Ideal. Grundsätzlich ist es ja gar nicht so einfach, den Erwartungen der Spieler zu entsprechen. Das haben auch die Macher von der Syndicate-Neuauflage einsehen müssen. In einem Interview klagte Michael Nermark von Starbreeze Studios darüber, dass mit einer so großen Marke wie Syndicate logischerweise auch riesige Erwartungen einhergingen und die hätte man ohnehin nie erfüllen können. Wir erinnern uns, die Neuauflage des Taktikklassikers als Ego-Shooter mit gerade mal 4 Stunden Singleplayer-Spielzeit kam nicht überall so gut an wie von den Machern erhofft. Aber offenbar lag das an den Spielern selbst. Wir müssen einfach unsere Erwartungen runterschrauben. Rechnet einfach nicht mehr damit zu bekommen, was ihr wollt und ihr werdet immer positiv überrascht. Wir wissen ja alle, dass Kassierer gerne mal ein Auge zudrücken, wenn man dann doch kein Geld oder Karte dabei hat und dann kriegt man den Einkauf einfach so mit. Und Chefs haben auch kein Problem damit, wenn man schon wieder eine Aufgabe versemmelt hat. Überhaupt kein Problem und mir wachsen gleich Blümchen vor Licht und Liebe aus den Ohren. Am Wochenende fand der Open-Beta-Test von Diablo 3 statt. Der Test verlief jedoch nicht ganz reibungslos und wurde von diversen Serverproblemen und Fehlermeldungen überschattet. Neben einer ganzen Liste von Aufhängern, die aus Timeouts, Serverwahl oder einfach schlechter Laune des Spiels entstanden, gab es auch Probleme mit dem Auktionshaus, die aber durch einen kleinen Patch behoben wurden. Dies war bei der Flut der Spieler aber zu erwarten, immerhin ging es ja auch darum, die Grenzen der Server auszuloten. Ein vermutlich schon etwas betagterer User meinte, dass es immerhin glatter gelaufen wäre als der Beta-Test zu Diablo 2. An die jüngeren User unter euch: damals gab es gerüchteweise schon Internet. Das ist uns aber noch nicht alt genug. Wir haben einen der letzten lebenden damaligen Tester für die Online-Open-Beta von Diablo 1 gefunden und ihn befragt, wie es damals so war. Erzählen Sie mal, wie war das denn damals so technisch? Naja, das war schon schwierig. Hatten ja auch noch nicht alle dieses moderne Netz, das dafür nötig war. Naja, damals hatten halt auch noch nicht alle Spiele Online-Zwang. Aber das war damals weit schwerer als heute. Man hatte ja nur eine Hand zur Verfügung. Naja, mit der anderen musste man halt im Modem kurbeln, damit das Internet überhaupt läuft. Ja, ja. Aber das war nichts im Vergleich zum Beta-Test von Pong. Ich sage es Ihnen, Wartelisten, Server down, kein Login möglich. Das waren Zeiten. Am Spiel selber gab es aber auch Kritik. Es sei im Vergleich zum Vorgänger zu einfach. Dafür scheinen die User aber mit der Grafik versöhnt, die im Vorlauf oft als zu bunt betitelt wurde. Aktiv im Spiel selber schien sie den meisten zu gefallen. SWTOR stirbt. Genau wie WoW langsam vor sich hinsieht und jeder Konkurrent einen schnellen, qualvollen Tod erdulden musste, dürfte es auch mit dem MMORPG in der Alten Republik bald vorbei sein.
Naja, vielleicht ist das ein wenig übertrieben, aber laut der Firma Cowan Group und ihrem Analysten Doug Kreutz hat das Spiel seinen Zenit bereits überschritten. Die Abozahlen gingen angeblich bereits zurück, was am geringen Endgame-Content läge. Die Werbemaßnahmen, mit denen EA jetzt schon neue Kunden lockt, seien ein Indikator für ihre Verzweiflung. Wir meinen, es liegt vielleicht nicht nur am Endgame-Content, warum SWTOR ein bisschen schwächelt. Hier meine drei persönlichen größten Nervfaktoren. Grund 1. Eintönige Quests. Achtung, Rekrut, wichtige Aufgabe. Gehen Sie da vorne in die Pampa und klicken Sie drei blau leuchtende Gegenstände an. Technisches Blabla, Gefasel, Blabla, Blabla, Sie wissen schon und so weiter. Ach ja, Bonusmission, wenn Sie noch 3x5 Gegnergruppen umkloppen, kriegen Sie noch was extra. Auf geht's. Grund 2. Nervige Begleiter. Das Zentrum der Galaxis. Zumindest was das Imperium angeht. Ich frage mich, wie groß diese Flaggen sind. Das sagst du jedes Mal, wenn wir hier vorbeigehen. Ich meine, wenn es dich so sehr interessiert, dann verdammt nochmal, google es halt. Grund 3. Etwas seltsame Spielwirtschaft. Beispiel: Ein Flug von Alderaan nach Tatooine ist billiger als ein Chip für die Jukebox. Entweder Han Solo war echt ein Abzocker oder die Benzinpreise für Hyperantriebe sind in den 3000 Jahren doch extrem gestiegen. Vielleicht war aber auch Ostern. Zum Vergleich, würde man Spritpreise und Musikpreise in SWTOR in dieser Relation auf unsere Welt ummünzen, würde ein Musikdownload ca. 20 Trillionen Euro kosten. Das erklärt wohl auch die hohe Kriminalität bei SWTOR. Das sind alles Raubkopierer! Kommen wir wieder zu ernsten Themen. Piraten! Diese Woche erscheint Risen 2 Dark Waters. Das Szenario hat seit dem letzten Spiel einen gehörigen Technologieschub bekommen und jetzt ballern wir uns mit Schusswaffen durch den Dschungel. Aber taugt das auch? Wir haben mit Tester Oliver Hake gesprochen. Oliver Hake hat Risen 2 für Buffed getestet und erzähl mal, Story, Gameplay, wie sieht's aus? Soll ich spoilern oder nicht? Nicht zu sehr. Okay. Also von der Story her darf man jetzt nicht allzu viel erwarten. Es ist eine grundsolide Geschichte, allerdings mit wenig Überraschungen und sie ist auch straightforward. Und wer jetzt so ein bisschen Mass Effect 3 Nörgelei gewohnt ist, sollte nicht mit allzu vielen verschiedenen Varianten rechnen der Endsequenz. Es gibt nämlich nur eine. Und wie spielt sich's? Für mich sehr angenehm, weil bei mir steht die Charakterentwicklung im Vordergrund und auch die Atmosphäre. Und in den beiden punktet dieses Spiel. Die Charakterentwicklung ist ein bisschen besser geworden im Vergleich zum ersten Risen. Ist natürlich jetzt nicht so ultra brillant wie manch anderem Hardcore-Rollenspiel aus vergangenen Tagen, aber doch erheblich umfangreicher als zum Beispiel im Mass Effect. Und die Atmosphäre, naja gut, dieser schnottrige Unterton, den die NPCs an sich haben, wenn man mit ihnen spricht, ist schon fantastisch. Also wenn man Gothic-Fan war und auch Risen 1 mochte, auf jeden Fall zugreifen? Denke ich schon, außer man hat eine totale Piratenallergie. Sie haben es für mich zwar geschickt eingeflochten, weil es hat sozusagen eine Art evolutionäre Stufe angenommen, der Technologie und des Umfelds. Es konnte nicht immer nur Mittelalter und Runenmagie bleiben, sondern jetzt auch sind Musketen dabei und Schiffe natürlich und Voodoo statt Runenmagie. Mir gefällt das ganz gut, weil es nicht zu sehr in Fluch der Karibik abgedriftet ist, was ich ursprünglich befürchtet habe. Ich finde, es bettet sich gut ein in die Gothic-Welt. Naja, Risen-Welt muss man ja sagen. Und es harmoniert. Okay, die Wertung, die Buff gegeben hat? 85 Punkte haben wir gegeben. Das, was uns nicht so gefallen hat, war einmal die Synchronstimme von der guten Patty. Die geht einem nämlich gehörig auf den Keks. Die Sprecherin ist zwar professionell, allerdings viel zu nett, viel zu lieb für eine Piratin. Und es gibt natürlich so Kleinigkeiten, wie jetzt, dass man von der Charakterauswahl, man spielt halt einen männlichen, relativ namenlosen Kämpfer. Und auch, was mich auch ein bisschen gestört hat, die Fraktionsauswahl, die man ja von den ganzen Piranha-Beizuspielen erkennt, spielt in Risen 2 keine so große Rolle. Okay, vielen Dank. Und auch heute haben wir wieder unseren Außenreporter zugeschaltet. Hallo Sebastian. Hallo Mayri. Ich sage immer Außenreporter, aber du bist zwar nicht hier im Studio, aber wo bist du eigentlich? Ich bin im Homeoffice, also bei mir zu Hause sozusagen, und arbeite von hier aus. Arbeiten. Und was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar wieder mal für das iPad. Diesmal handelt es sich um Total War Battles Shogun, also quasi den kleinen Bruder des großen PC-Spiels Total War Shogun 2. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. So sieht das Ganze aus, wenn man sich im Menü befindet. Wir haben die Möglichkeit einer Kampagne, wir können sogar den Mehrspielermodus wählen und haben hier Optionen wie zum Beispiel den Sound, also die Lautstärke. Was uns aber vor allem interessiert, ist die Kampagne. Da habe ich schon ein bisschen gespielt. Es geht eigentlich darum, dass man selbst der Sohn eines Clanführers ist, der bei einem Angriff der Takeda ums Leben kommt. Und dann soll man natürlich Rache nehmen. Nachdem man dann das Tutorial gespielt hat, kommt man auf diese große Landkarte hier. Man sieht schon,
Da ist ordentlich was zu tun. Insgesamt gehen wir momentan davon aus, dass man rund 10 Stunden gut damit beschäftigt ist, wenn man wirklich alles machen möchte. Der Hauptpfad zeichnet sich hier entlang, geht dann irgendwann hier rüber. Wie man aber auch schon sieht, gibt es Abzweigungen und da gibt es dann Erfahrungspunkte, die man sammeln kann. Die Missionen sind ziemlich knackig, vor allem in diesen Bereichen hier. Hier zum Beispiel mussten wir mit nur 4 Brigaden gegen eine Übermacht anstehen oder hier oben mussten wir Schreine aufbauen, um die Mönche zufriedenzustellen. Generell sind die Missionen alle ähnlich aufgebaut. Wir gehen einfach in eine hinein. Hier haben wir direkt eine Übersicht von den Zielen, die wir erreichen müssen. Das heißt, diesmal töte 20 Einheiten. Mit dem PC-Spiel Shogun 2 hat das eigentlich relativ wenig zu tun. Es ist ein eigenständiges Spiel. Hier haben wir eine vertonte Zwischensequenz. Zwischensequenz in Anführungsstrichen. Da wird uns erklärt, was hier gerade passiert. Die Ladezeiten sind in Ordnung. Wie ich schon sagte, es hat kaum nochmal etwas mit dem PC-Spiel zu tun, sondern ist wirklich eigenständig, was Creative Assembly da gemacht hat. Der Hintergrund ist natürlich ähnlich, aber wie ihr schon jetzt seht, das hier sieht nicht aus wie Total War. Ist es aber. Und fürs iPad, wie ihr hier sehen könnt, haben wir mehrere Hexfelder sozusagen, auf denen können wir unsere Einheiten positionieren. Wir können auch unsere Gebäude bauen, wie zum Beispiel dieses hier. Wenn wir länger draufklicken, dann sehen wir, okay, das ist ein Hauptquartier. Es hat mehrere Pluspunkte, es kann aber, hat aber auch Minuspunkte. Zum Beispiel kann bei Zerstörung nicht ersetzt werden und zerrüttet bei Zerstörung eure gesamte Siedlung. Doof. Dennoch brauchen wir das. Wir ziehen das einfach hier rein und ihr seht schon, es wird Platz benötigt. Und zwar braucht der insgesamt 3 Hexfelder. Man muss mit seinem Platz also sparsam umgehen. Das platzieren wir dort. Als nächstes brauchen wir einen Handelsposten. Der muss zwingend mit dem Hauptquartier verbunden sein. Und hier haben wir auch schon ein Problem. Wir können das im Moment nicht hier platzieren, weil da oben was im Weg ist. Also müssen wir schauen, dass wir es möglichst hier platzieren. Als nächstes haben wir dann eine Schmiede. Die muss dann wiederum mit dem Handelsposten verbunden sein, den wir gerade eben gebaut haben. Ziehen wir also hier rein. Und als nächstes dann das Holzlager. Das sollte natürlich möglichst an einem Wald stehen. Wie wir jetzt hier sehen, haben wir da ein Plus. Das bedeutet also, dass dort optimal was abgeholzt werden kann. Wenn wir hier unten hingehen, haben wir sogar 2 Plusse. Also ist es hier wohl am besten aufgehoben. Damit füllen wir nämlich hier oben unsere Ressourcenvorrat auf. Und als letztes, ganz neu, die Kanone. Die kann über Bäume verbündete Einheiten und Gebäude feuern, hat eine sehr große Reichweite, ist allerdings anfällig für Nahkampf- und Fernangriffe und extrem teuer in der Massenanfertigung. Das ist uns egal, wir wollen das trotzdem haben und stellen sie hier hin. Und da kommen auch direkt die ersten Gegner. Da können wir dann auch Einheiten ausbilden, die wir dann zum Schutz aufstellen. Im Hauptquartier können wir wiederum neue Gebäude bauen. Und sobald die Einheiten fertig sind, sehen wir das hier unten. Wir platzieren sie und schon geht der Kampf los. Wenn wir möchten, können wir auch ein bisschen reinzoomen und das Ganze dann nochmal aus der Nähe betrachten. Die Grafik ist schön und insgesamt ist das Spiel durchaus fordernd, weil man hier wirklich dieses Stein-Schere-Papier-Prinzip beachten muss. Ansonsten hat man wirklich überhaupt gar keine Chance. Das Ganze kostet knappe 5,49 Euro im App Store. Es gibt In-App-Käufe. Dabei handelt es sich aber vor allem um EXP, also die Erfahrungspunkte, die ihr auch in diesen Nebenmissionen erreichen könnt. Ich würde sagen, ihr probiert es einfach mal aus. 5,49 Euro ist natürlich kein Schnäppchen, aber dafür bietet es knappe 10 Stunden wirklich gute Unterhaltung und vor allem auch fordernde Unterhaltung. Hier haben wir schon wieder einen Angriff, damit hören wir auf. Ich habe nämlich eh keine Chance. Das war's heute von mir. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss! Vielen Dank, Sebastian! Das war's für diese Woche. Aber eine Sache noch. In wenigen Tagen startet in Köln die Roleplay Convention und wir haben die Ehre, den diesjährigen Fantasy Award zu verleihen. Noch könnt ihr auf buff.de für eure Favoriten in den Bereichen PC und Konsole, Browser und Mobile Gaming oder Pen and Paper und so weiter abstimmen. Wir sehen uns dann auf der RPC.